Jetzt bitte ich zu mir von Digitale Courage e.V. Nils Büschke, denn die Big Brother Awards, das ist natürlich immer eine Auswahl. Also das ist nicht das, was reinkommt. Herzlich willkommen, Nils. Es gibt ja wesentlich mehr, die in Frage kommen und die auch zur Auswahl stehen. Und dann bleiben eben ein paar übrig, die es besonders verdient haben. Aber es gibt dann immer noch einige, die ja doch zumindest eine tadelnde Erwähnung verdient haben. Nils, wer zum Beispiel? Da haben wir wieder mehrere, ja. Unter anderem zum Beispiel die DBK, Deutschlands größte private Versicherung, die Ende letzten Jahres damit in Medien war, wie sie dann in ihre neuen Versicherungsnehmer kommen. Und das machen sie halt über ein durchaus sehr fragwürdiges Tippgebersystem, dass sie halt bei Beamten, die schon in den Behörden sitzen, die ihnen Geldleistungen bieten, dass sie halt über die quasi an die Kontaktdaten der neuen möglichen Versicherungsnehmer kommen. Daran ist rein rechtlich natürlich nichts auszusetzen, solange halt keine Geheimnisse verraten werden, dass sie natürlich nicht die ganzen Personalakten rausgeben dürfen. Aber im Gegenzug für Geldleistungen ist es natürlich zumindest erstmal fragwürdig, dass alle Vorgaben beachtet werden. Und genauso fragwürdig ist es im Endeffekt, so ein Tippgebersystem zu unterhalten. Weiterhin dann hatten wir zum Beispiel noch ContiPark. Das dürfte vielen bekannt sein, da sie über Deutschland viele Parkhäuser betreiben. In diesem konkreten Fall ging es um das Kurparkhaus in Wiesbaden. Da hatten sie eine Kennzeichenerfassung installiert. Natürlich als reine Komfortfunktion, damit die Dauerparker halt direkt erkannt werden, die Schranke hochgeht, die reinfahren können. Dass das aber nicht so wirklich der Sinn sein kann, ist irgendwie auch klar. Und das ist, denke ich, auch den Autofahrern, die da reinfahren, durchaus klar. Das hinterlässt irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn man weiß, dass ein Kennzeichen gerade gescannt wurde. Schön, Komfortfunktion, Geldleistung, noch mehr so schöne Wörter. Gibt es noch mehr, die knapp vorbeigeschrammt sind an einem Big Brother Award? Ja, zum Beispiel WhatsApp wollten wir da auch noch mal erwähnen. Lena hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt. Ist ja seit Jahren im Endeffekt schon in den Medien, immer wieder durch Sicherheitslücken, durch schwere Fehler in der Software. Dann brauchte WhatsApp zum Teil auch wirklich lange, um diese überhaupt zu beheben. Das auf der einen Seite, nun wurde WhatsApp dann jetzt auch noch von Facebook gekauft, wo natürlich auch bestimmte Interessen hinterstehen. Und einfach dieses Konglomerat aus ja, einerseits anscheinend ja, relativ laschen Vorkehrungen, was Sicherheitslücken, Datenschutz und angeht und dann jetzt zumindest Facebook-Interessen auch noch auf der anderen Seite. Vielleicht sollten Nutzer sich doch so langsam nach Alternativen umschauen. Darüber hinaus hatten wir dann noch Talents for Good, das ist ein sogenannter Personaldienstleister. Das setzt sich jetzt so nach und nach auch immer mehr durch, dass Firmen den ganzen Bewerbungsprozess im Endeffekt an auswärtige Firmen auslagern. Die geben denen dann eine Stellenbeschreibung. Die Talents for Good kümmert sich dann darum, dass sie es in den entsprechenden Portalen ausschreibt. Die Leute sich bei denen melden, die das vorsortieren und die Firmen im Endeffekt dann nur noch 5 perfekte Kandidaten kriegt, wo sie sich einen von aussuchen können. Dass aber natürlich die sehr sensiblen Daten, die in so einem Bewerbungsprozess anfallen, wo dann ja auch häufig, was weiß ich, bestimmte Krankheiten und die ganze Ausbildung, dass diese Daten dann natürlich auch noch in einer zusätzlichen Instanz einfach durchgereicht werden, ist sowieso schon relativ kritisch. Talents for Good sichert sich dann auch noch relativ weitreichende Speicherfristen zu. Wo man sogar das Recht hat, sie zu löschen, sofern Talents for Good denn kein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung hat, was auch immer das genau bedeuten mag. Und das dann zusätzlich noch in so einem Bewerbungsverfahren, wo es ja immer ein ungleiches Kräfteverhältnis ist von einem Bewerber, der natürlich gern diese Stelle haben möchte und im Zweifelsfall dann nicht sagt, nee, ich gebe Ihnen meine Daten nicht. Das ist schwierig und höchst kritisch einfach in dem Fall. Das war jetzt schon sehr interessant, diese Fälle, wo es nicht gereicht hat. Es gab sicherlich noch mehr. Gibt es vielleicht noch ein, zwei, die man auch noch erwähnen könnte? 2 Sachen hatten wir noch. Ein kurzes, das werden vielleicht manche Leute auch schon auf ihren Kontoauszügen entdeckt haben. Das Bundeszentralamt für Steuern bzw. der Gesetzgeber hat die Erhebung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge geändert.
Bisher war das immer in der Pflicht des jeweiligen Steuerzahlenden, das anzuzeigen. Das wurde jetzt umgedreht, was natürlich bedeutet, dass die Banken irgendwoher erfahren müssen, welcher Religion ist der denn angehörig, dieser Steuerzahler. Und das fragen sie nun einmal im Jahr automatisiert beim Bundeszentralamt für Steuern ab. Und man kann dagegen einen Sperrvermerk einlegen, das kann ich nur jedem empfehlen. Aber es beschneidet natürlich schon auf bestimmte Weise einfach unsere Religionsfreiheit, nach der es uns freisteht, welchen Menschen wir unsere Religion mitteilen oder auch eben nicht. Und als letztes hatten wir dann noch, das wollten wir noch erwähnen, das häufte sich in letzter Zeit ja einfach diese illegalen Telefonmitschnitte, die immer wieder auftauchen, sei es von Erdogan, sei es von der diplomatischen Beraterin von Kerry und was es da nicht alles gab, die nach unserem Empfinden einfach relativ unkritisch sowohl von der Presse oder hauptsächlich auch von der Presse einfach aufgefasst wurden, diskutiert wurden, ohne dass überhaupt hinterfragt wurde. Ist es nach journalistischen Maßstäben überhaupt rechtfertigbar, dass wir diese Informationen nutzen, die ja wahrscheinlich auf klar illegalem Wege mitgeschnitten wurden? Und nach deutschem Recht ist es sowieso illegal, vertrauliche Gespräche oder Telefone mitzuschneiden. Und da wünschen wir uns einfach mehr Sensibilität, auch gerade bei den Medien, diese Quellen zu hinterfragen. Beispielsweise in einem Gerichtsverfahren würden diese Beweise ja auch niemals zugelassen werden. Also. Das wandelnde Lexikon in Sachen digitaler Verstöße. Danke, Nils Büschke. Er hätte uns wahrscheinlich zu allen, die überhaupt zur Auswahl standen, hätte er uns das so profund erklären können. Wunderbar, Nils, klasse.